werterbasierten Betreuungssystem. Momentan bezahle ich dann diesen Außerdem habe ich einen Bachelorstudent, der ist auch bei dir. Also ich möchte mal noch ein bisschen machen. Ein Teil von dem Vortrag basiert auf der Thema ist, eingebettete Systeme mit all ihren Eigenschaften, die Verteilter, Professoren, auf welchen Einsteck haben, langsam ein bisschen Sprungschaft, mal ein bisschen los, aber dennoch Multicore. Außerdem würden wir zum Beispiel in Haskell Datentypen, die Umfälle ein bisschen nachdenken, wie erzeugt worden sind. Also, das Weitere steht uns ein sehr, sehr leistungsfähiges System, ein sehr ausgezeichnetes System, bei dem zum Beispiel auch einfach Werte unterschieden sind von Aktionen, die später mal Werte liefern. Daher würde ich vielleicht fragen, wer das mitbringt, also handreichen, wer hat mit testlichen Erfahrungen? Okay, das sind schon einige. Generalisiert alle gleiche Datentypen. Okay, immerhin. Und Beweise führen, Typlevel Beweise und dadurch werden wir das bekommen. Okay. Würden wir auch nicht sehen. Gymnasiale Chemie, organische Chemie, wer kann sich noch erinnern? Okay, aber das hätte ich auch erwartet. So, worüber will ich reden? Erstens, es gibt eine Bibliothek, eine Haskell-Bibliothek, mit der man Werte vergleichen kann. Haskell-Werte vergleichen. Ich übertrage das auf sexuelle Aktionen. Unser Motto wird auch heißen, gib mir zwei Konfigurationen und ich bringe deine Welt auf Messer. Ich patche deine Welt. Und des Weiteren werde ich dafür sorgen, dass diese Aktionen in richtiger Rechtsform laufen. Und keine zwischendurch Fehler. Das ist unser erster Teil. Also normalerweise in der Arbeit beschäftige ich mich mit solchen Geräten. Solche Anlagen, die haben halt mehrere Steckplätze und ziemlich kompliziertes Innenleben. Aber daher für uns ein verständliches Beispiel eines Apparats mit ebenfalls gewissermaßen hierarchischer Struktur, diese Einsteckplätze und Teilfunktionalität. So könnte zum Beispiel der Konfigurationsraum dieses Apparats ausschauen. Also wir haben den Receiver als Wurzel und der Baum enthält dann die Subsysteme. Und die Subsysteme selber haben dann gut, damit es ganz beliebig tief runtergehen. Und ja, wir sind Haskell, daher ist alles auch ziemlich genau getippt. Also wir haben überall sehen wir einen Typen, der es statisch kann. Darf ich da kurz nachfragen? Verstehen Sie unter einer Konfiguration was, das ist einmal zum Deployment festgelegt wird oder ändert sich das auch? Dann lasse ich darauf kommen. Das ist ein Zeitpunkt. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt herrscht dieser Konfiguration. So, kurzer Ausflug. Unser Werkzeug der GDIS heißen, das ist eine Bibliothek, die ich schon erwähnt habe, sie ist angelehnt, und zwar verallgemeinert, die Unix-Programme GIF und Patch. Von Ed Polenzik und Anders Lö gab es 2010 mehrere Papers und auch eine Masterarbeit zum Thema, wie man diesen Algorithmus verallgemeinern kann auf baumförmige Datentypen. Die ganzen Algorithmen wurden in Agda programmiert, also dadurch auch formal verifiziert und nachher wieder zurückportiert. Wie sieht das API von dieser Bibliothek aus? Also wir haben eine Diff-Funktion, die bekommt zwei Werte vom Typ A. Also A ist sozusagen frei.
und es liefert zurück ein Edit-Skript, das das vordere A in das hintere A transformiert. Und man ruft es einfach so auf, man nimmt den Wert von vorher, den vorherigen Wert, und nimmt den Wert hinter, vergleicht sie und wir haben einen Wert. Das sieht man hier zum Beispiel, wir können false mit true vergleichen. Bool ist der einfachste Datentyp, der irgendwie sinnvoll vergleichbar ist. Und wir bekommen ein Edit-Skript, der sozusagen aussagt, streiche false und setze true stattdessen. Und das Ergebnis, beim Patch, ist, dass wir sozusagen Edit-Skript auf einen alten Wert setzen können und wir den neuen Wert haben. Diff hat intern einen recht anspruchsvollen Algorithmus, aber was der User zur Verfügung stellen muss, ist ganz einfach die lokale Sicht aus dem Blickwinkel der einzelnen Baumknoten. Das heißt, ich muss nur sagen, welche Baumknoten im Baum existieren, welche Typen die haben und an welchen Typen welche Baumknoten zu erwarten sind. Also hier sage ich, welche Knoten überhaupt im Baum vorkommen können. Vor dem Baum, also mit dem Bool, das ist immer ganz einfach, aber natürlich für jeden Typen gibt es eine Anzahl von Knotenmöglichkeiten, die sogenannten Konstruktoren. Der vordere Parameter ist eine doppelt parametrisierte Datentyp. Der vordere Typparameter sagt, welchen Typen dieser Node, dieser Knoten hat. Und der hintere Parameter sagt, welche Teilbäume sprießen von diesen Knoten und dessen heterogene Liste ist das. Also eine Aufreihung von den Datentypen der Teilbäume. Die kann immer praktisch unterschiedlich sein, aber hier zum Beispiel haben wir keinen Teilbaum in der Form. Weil es da eine Lösung mehr angeht. Des Weiteren brauchen wir einen Vermittler, der in der Lage ist, dem GDIF zu sagen, ob linke Seite, rechte Seite Knotenbeschreibungen gleich sind. Und in diesem Fall müssen Beweise zurückgeliefert werden über die Typgleichheit der beiden Parameter. Das sind diese Beweise. Das für den vorderen Parameter hier. Und dieser Beweis für diesen. Und mit dieser Information kann GDIF dann schon mal vergleichen, ob an einer bestimmten Stelle lokal die Note übereinstimmt. Danach geht er in die Rekursion, indem er sich mit der Funktion Fields, das ist diese, sich die Unterbeute, also Teilbäume, geben lässt. Und dann geht er in die Rekursion und irgendwann hat er den ganzen Baum abgedeckt und verglichen. Für Patch speziell gibt es da noch eine extra Routine, die macht genau das Umgekehrte von Fields, gibt einen Node-Deskriptor an und die Teilbäume und danach setzt es den entsprechenden Rest der Daten zusammen. Das heißt, habe ich die vordere Komponente schon gebaut, die hintere Komponente auch gebaut, dann sagt er mir, apply. Diesen Node-Deskriptor, also ich möchte gerne einen R-Node haben, füge ihn zusammen und die Funktion sorgt dafür, dass dieser also diese Deskriptor kommt. So, was wir als erstes gemacht haben als Aufwärmübung, war polymorphe Container implementiert. Das heißt, schlicht und einfach haben wir schon einen if-Algorithmus für zum Beispiel einen Datentyp der geometrischen Figur, dann können wir diesen Diff-Algorithmus hochheben auf die Ebene der Listen, verketteten Listen. Und man sieht hier, dass ein Edit-Skript entsteht, bei dem die grauen Komponenten reused worden sind und die roten gestrichen worden sind, das grüne ist neu entstanden. So etwas sieht wirklich ein Edit-Skript aus, wenn man es visualisieren kann. Wir haben dabei kleine Probleme festgestellt, die für uns ungünstig waren. Wie wir gesehen haben, tut sich eine Art von Bewegung ergeben in den Edit-Skripten. Also in den Edit-Skripten tauchen Copy-Befehle auf. Und das sind einfach Bewegungen von reusable Werten in eine andere Position.
Wir haben so dieses genau dasselbe Symptom auch bei GitHub, wo sich die Zeilennummern kriegen, wo sich die Zeilennummern verschieben können. Also diese Zeile taucht mit einer anderen Zeilennummer hier auf, weil sich dazwischen etwas reinigen kann. So, das ist aber aus. Wenn man das Problem auf physikalische Geräte überträgt, ist das ein ernstes Problem, weil es meistens keine APIs gibt, um eine Konfiguration von, sagen wir mal, dem Tuner auf den Verstärker zu übertragen. Sondern es gibt immer nur Befehle-APIs, mit denen man sagt, stell bitte Lautstärke so ein, stell bitte die Frequenz vom Tuner so ein. Und deshalb sind wir bestrebt, von unserem Algorithmus aufgebrochene Insertions und Deletions. Daher haben wir uns überlegt, statt primitiven Datentypen, die sozusagen diese Bewegungen erlauben, Bool kann an eine andere Bool-Position geschoben werden oder Float an eine andere Float-Position, sagen wir lieber, dass wir feine granulare Typen haben. Also wir haben den Typen eine Art Ort angeklebt, wo dieser Wert, dieser Knoten, in unserem Konfigurationsraum steht. Dadurch sind die Typen anders und Bewegungen sind nicht so. Und das respektiert dann natürlich auch GPS. So, wie sehen unsere Orte, also unsere Pfade in unserem Konfigurationsraum aus? Hier haben wir zum Beispiel Ausweisen, algebraische Daten ebenfalls, aber wir geben ihn einem DHC-artigen Mechanismus auf den Typ. Typebene, das heißt, wir haben parametrisierte Datentypen, die bei denen dieser Index ein Pfad ist in dem Konfigurationsraum und das ist unser primitiver Datentyp. Das heißt, wir können Unterschiede machen zwischen einem Float, der auf dem Verstärker vom Receiver liegt oder ein Float, der sozusagen der Kopfhörer von dem iPod ausdrückt. Damit sind wir an einem Punkt angelangt, dass wir Erlebnisse über pure Werte erstellen können, die keine unphysikalischen Bewegungen von Werten beinhalten. Aber das ist nicht wirklich unser Ziel. Unser Motto heißt ja, dass wir anhand von zwei Konfigurationen gerne die Außenwelt auf den neuen Stand bringen möchten. Und deshalb in Haskell erhält man dafür einen monadischen Datum. Also wir möchten gerne Aktionen haben. Um das Ergebnis von Patch in so einen Event Loop zu integrieren, wir starten mit einer alten Konfiguration, lassen unser User Interface laufen, erhalten neue Konfiguration, irgendeinen Konfigurationsbaum. Dann möchten wir gerne mit Diff die beiden untersuchen, also vergleichen, ein Delta erhalten und danach dieses Delta mit der alten Konfiguration sozusagen in die Außenwelt, dann auf die Außenwelt anwenden. Und danach den Loop wieder weitermachen. Und deshalb brauchen wir gerne einen IO-Constree als Output von unserem Patch, damit es sich hier in eine monadische Aktion integrieren lässt. Wenn man dann zurückrechnet, dann muss man natürlich auch dem Edit-Script hier monadische Inputs geben. So, wie machen wir das? Wir nehmen uns eine Strix. Diese Funktion Pure, ist in der Lage, sozusagen unseren puren Wert, in eine monadische, also in eine Aktion zu verwandeln, die aber trivial ist. Und deshalb tut es auch keinen Abbruch, wenn wir jetzt mit Ansicht der Vormeidung wieder den Wert extrahieren. Es passieren keine Seiten. Daher sind wir in einem anderen Bereich. Es ist für Haskell-Touristen wahrscheinlich jetzt nicht raus, das zu sehen, aber später werden wir sehen, dass wir uns von der IOM verabschieden können und dann in einer viel sauberen Umgebung diese Übung wiederholen können. Also intuitiv gesprochen, wir haben immer noch ein Schaf, selbst wenn es sich
in einem Wolfskostüm verbreiten. Und wenn es das Kostüm wieder auszieht, ist es wieder ein Schaf. Also wir haben die Identität. Einmal rum. So, alles was wir dafür machen mussten, mussten wir also unser Family-DADT mit einem zusätzlichen Konstruktor erweitern, der für einen coolen Diff-Algorithmus gedachten Deskriptor hochhebt in einen Effekt. Das heißt, haben wir einen Node, so können wir ihn in eine effektvolle Hülle verwandeln und über die Fields-Funktion, die ebenfalls diesen neuen Deskriptor hält, sind wir in der Lage, nach einem sozusagen intern aus der Aktion den coolen Wert zu extrahieren, damit in die Rekursion zu gehen und danach die Zweige wieder, die Unterbäume wieder in eine effektvolle Hülle zu wandeln. Wir haben also eine Isomorphie zwischen unserem blauen und unserem roten Baum und wir können jederzeit hinfahren. Das heißt, sind wir schon fast am Ziel. Wir haben hier eine effektvolle Aktion als Ergebnis von Fetch. Und wenn wir jetzt an einem Knotenpunkt verschiedene Werte zusammenführen, dann haben wir schon als Input effektvolle Aktionen. Die können wir kombinieren mit dem Sequenzierungsoperator von Haskell und dadurch eine neue Aktion bekommen. Also ein Wrap von einem Teilbaum mit ein Wrap von einem Amplifier Node mit den zwei Teilaktionen ergibt eine neue Aktion. Des Weiteren hilft uns natürlich, dass wir jetzt ortsabhängige Typen haben. Das heißt, wir können unsere APIs direkt reingehen, indem wir den Pfad anschauen auf den Pfad, wo sich unser Wert in unserem Konfigurationsraum befindet. Das ist ja bei coolen Operationen ist das überhaupt nicht notwendig, denn da ist ein Float, egal wo im Konfigurationsraum sich befindet, immer derselbe Float. Aber hier sind es durchaus andere Aktionen, je nachdem, welchen Teil wir unser Skript konfigurieren müssen. So, jetzt wird Zeit zu erkennen, dass die IO-Monade nicht eine besonders gute Idee ist für unsere Zwecke. Also wir sehen, dass Sequenzierung nur hintereinander stellen bedeutet. Und das bringt nicht die Features, die wir haben. Wir brauchen ein bisschen mehr. Und deshalb haben wir in einem recht einfach, in einer recht klaren Art und Weise die IO-Monade zu einer beliebigen Monade erweitert. Dann ist natürlich diese Express-Operation und haben damit verschiedene Möglichkeiten, sage ich mal, den Konfigurationsablauf zu tracen, also zu verfolgen, Timings zu erhalten, Code auf andere CPUs zu schicken oder vielleicht dieses Quick-Check zu fahren, das ein Programm wie eine eigenschaftsbasierte Test. Aber für den Rest dieses Vortrags möchte ich dann wieder etwas Spezielles, also eine spezielle Monade. Und ich sage, das ist eine Multimengen-Implementierung, die folgende Konstruktoren hat. Wir können ebenfalls diese coolen Werte einbetten, also wir können einen Start machen mit nur einem, mit einem coolen Wert, zum Beispiel eine Zahl. Wir können parallel bestimmte Aktionen anordnen, das sind die drei in dem Sack vorkommenden Konstruktoren. Dann können wir weiterhin eine Sequenzierung haben, so wie vorhin, von zwei Aktionen oder zwei Säcken in diesem Fall. Und wir haben eine ganze Reihe von den APIs unseres Geräts entsprechende primitive Konstruktoren, mit denen wir Aktionen aufzeichnen können und später aufnehmen können. Von dieser Darstellung können wir in all diese brauchen. Das heißt, das ist eine recht universelle Darstellung und all diese stehen in uns. Damit komme ich dann auch schon zum zweiten Teil meines Vortrags. Das ist noch nicht abgeschlossen.
Wir nehmen an, dass, dass unser Gerät sich über eine Kommandozeile Schnittstelle ansteuern lässt. Und nehmen wir an, dass unsere Kommandos diese Form haben. Also ganz normale Shell-Befehle mit Paaren von Attribut, Name und Wert. So ein Kommando sollte idealerweise als eine einzige Transaktion verstanden werden. Und die Änderungen sollten beim Commit in die Hardware so in einer Art und Weise reingeschrieben werden, dass das wie eine atomare Transaktion ausschaut. Das ist unser Ziel. Da merken wir, dass wir ein Problem haben mit der Anordnung von den Effekten, die auszuführen sind. Denn haben wir zum Beispiel den Wecker eingeschaltet im Augenblick, aber die Zeit auf einem anderen Zeitpunkt. Und deshalb der Wecker ganz ruhig ist, setzen wir dieses Kommando ab, die Weckzeit auf jetzt stellen und den Wecker ausschalten. Und wir arbeiten die Befehle in dieser Reihenfolge ab, wie die hier stehen. Dann geht kurzzeitig der Wecker los, denn er war ja aktiv und jetzt ist die Weckzeit am Ende. Zum Schluss schweigt er natürlich, denn die Aktivität ist abgestimmt. Und das ist mit Sicherheit nicht das, was wir als User haben möchten. Der kurze Beep, der zwischendurch ertönt, sagt zwar vernachlässigbar, aber in einem, sagen wir mal, missionskritischen System, wie einem Multi-Terabit-Switch oder sowas, da kann das durchaus zu ernsthaften Beeinträchtigungen der Funktionalität führen. Und das wird auch von den Kunden überhaupt nicht akzeptiert. Da gibt es also ziemlich viele Regeln in den Produktbeschreibungen, in den Pflichtenheften, die vorschreiben, wie das genau zu machen ist. Jetzt könnte man meinen, ich ordne einfach mal die Abarbeitungsreihenfolge um. Aber, da ist die zweite Überraschung, wenn ich nach diesem Befehl jetzt diesen Befehl ausführe, zuerst die Aktivität ändern und danach die Zeit setzen, geht wieder was schief. Der Wecker geht wieder kurzzeitig los. Das heißt, wir haben hier eine Zeit auf jetzt eingestellt und die Aktivität war aus, jetzt schalten wir sie wieder ein, dann geht der Wecker kurz los, aber danach stelle ich die Uhrzeit um, zu einem anderen Zeitpunkt und dann ist wieder gut. Also wir haben uns wirklich mit einer Kontextabhängigkeit zu tun und wir müssen dazu noch bemerken, dass Hardware sich genau verhält. Das ist also nicht nur ein Softwareproblem und ein Reihenfolgenabarbeitungsproblem, sondern Hardware lässt sich nicht atomar verändern. Man muss immer wieder verschiedene Teile konfigurieren und es gibt verschiedene Busse und vielleicht läuft es sogar noch ganz entfernt an einer CPU. So. Um das Problem genau intern zu beleuchten, müssen wir ein bisschen aufwerfen, wie unsere Aktionen ausschauen. Wir kommen aus den Vergleichen von Konfigurationsbäumen an den Blättern, kommen normalerweise, sage ich mal, atomare, also primitive Instruktionen aus. Aktionen, die als nicht mehr auseinandernehmbar herausgesetzt. Dagegen könnte man sich überlegen, wenn das ist beim Zusammensetzen von Knotenpunkten, haben wir ja die Teilbäume, die auch Säcke von Aktionen enthalten können. Und da verschmelzen wir einfach diese Säcke und halten größere Säcke mit mehr Aktionen. Grundsätzlich sind diese Aktionen innerhalb von diesem großen Sack mit der Paaroperation. Das heißt, sie sind inhärent und potenziell parallel ablauffähig. Aber durch Bedingungen unserer Hardware haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten, diese absurde Parallelität, die vielleicht am Ende, also an der Basis unseres Baums auftreten kann, mit einem Sack voll Millionen paralleler Operationen. Wir möchten gerne das reduzieren. Wir haben hier nur eine begrenzte Anzahl von Cores auf unserer CPU. Das heißt, wir können nur bestimmte Anzahl von Sachen, Aktionen parallel laufen lassen. Die möchten wir gerne einschränken. Dazu bedingen wir uns
der Abhängigkeit in unserem Hardware-System. Wie sehen die aus? Also die Abhängigkeiten werden grundsätzlich von der Hardware vorgegeben. Und zwar aufgrund des Schaltplans zum Beispiel, dass bestimmte Vorgänge weiter hinten in unserem Datenfluss liegen. Es gibt auch Regelkreise, die man auch berücksichtigen. Oder aber man muss zuerst die gröberen Einheiten aufsetzen, zum Beispiel ein iPod überhaupt mit Strom versorgen, bevor man ihm irgendwelche Songs zuweisen kann. Umgekehrt bei kontrollierten Abbauen von Einheiten. Dann, wie erwähnt, die transienten Fehlkonfigurationen möchten wir gerne auch unterdrücken. Dafür brauchen wir auch bestimmte Reihenfolgen, die optimal sind. Und wir möchten gerne Busse, die in unserer Hardware und CPU-Cores aufnehmen. Diese erlauben auch bestimmte Operationen, die eben sich auf das andere Ende, das Peripherieende von unserem Bus beziehen, zu sequenzieren. Es macht keinen Sinn, über einen Bus parallel bestimmte Operationen laufen zu lassen, Konfigurationsinformationen auszutauschen, weil der Bus immer nur eine Operation benötigt. Unsere Idee, wie wir diese Sequenzierung dem System erklären können, ist eine domänenspezifische eingebettete Sprache. Und wir waren da stark inspiriert von der Sprache Make. Die tut aber ein bisschen zu viel für unseren Geschmack. Also hier ist eine Regel aus dem Make-File, wo der Input ein C-File ist und der Output ein Object-File und wir schicken das den Input zum Output, indem wir es durch GCC filtern. Hier sieht man, dass nicht nur die Abhängigkeiten dargestellt sind, sondern auch die Aktionen, die aufgrund der Abhängigkeit zu erfolgen. Das ist eben nicht das, was wir wollen. Wir möchten eigentlich nur die Ordnung regulieren. Wo entstehen Sequenzen von sinnvoller Klamotten in unseren Taschen oder in unseren Sekten. Und was wir uns ausgedacht haben, war etwas, was wir Regeln nennen. Und die erinnern durchaus an Haskell-Typsignaturen. Also Haskell-Typsignaturen haben an dieser Stelle immer ein Pfeil. Wir haben einen Lollipop. Der Lollipop bedeutet, konsumiere ein Argument. Das heißt, wenn diese Regel aktiv wird, dann verleiht diese Regel an einer ganz bestimmten Bitteposition, zum Beispiel hier, eine Location, also eine Aktion, die seit Ursprung nach an einer bestimmten Stelle in unserem Konfigurationsgrafen und es entsteht eine weitere Aktion, die noch bereit ist, eine weitere Position zu besetzen. Interessant zu erwähnen ist dabei, dass unsere Locations ein bisschen weiter gefasst sind. Wir können also auch in diesem Fall, wenn ein Schalter von aus auf ein geht, dann können wir das auch im Typsystem modellieren, indem wir einfach sagen, wir haben eine steigende Flanke. Wie vorhin in dem Beispiel schon gesehen, bevor wir eine Aktivierung einschalten, müssen wir all die Parameter der Hardware schon eingestellt haben, die eventuell an dieser Stelle störend sich auswirken können. Das heißt, wir verlangen mit dieser Regel, dass bevor ein Schalter, also die Aktivität des Weckers zum Beispiel, eingeschaltet wird, vorher schon die Weckzeit gesetzt ist. Genau, wenn diese beiden Parameter, beide Inputs jetzt sequenzialisiert sind, dann erhalten wir
grob gesprochen einen Schalter, dessen Stellung neutral ist oder nicht mehr relevant ist. Das heißt, diese Aktion absorbiert sozusagen diese beiden Teilaktionen und hat sich schon sequenziert. Und dies ist genau dieser Reihenfolge. Umgekehrt, wenn wir den Wecker deaktivieren möchten, dann muss das zuerst getan werden, bevor wir an der Weckzeit ändern. Und das führt ebenfalls zu einer neutralen Schaltung. In Bildern können wir das zum Beispiel so veranschaulichen. Und ja, das ist eine Erklärungsfolie, wie man jetzt sich das vorstellen kann. Also es erinnert ein bisschen an unsere Chemie. Man hat Regeln in diesen Multimengen, in diesen Säcken, die man reintut. Die wirken wie Katalysatoren. Die werden selber nicht verändert, aber sie sind in der Lage, Reaktionen zu beeinflussen. Und dadurch entstehen die Sequenzierungen. Also die chemische Sprache werden das Moleküle. Dann Moleküle, die noch weitere Anbindepositionen haben, sind dann partiell gesättigt. Und die Reaktionen in diesen Säcken laufen, bis keine weiteren Reaktionsmöglichkeiten mehr vorhanden sind, bis wir einen Fixpunkt erreicht haben. Interessanterweise gibt es genau diese Theorie in der Informatik auch unter dem Namen lineare Lambda-Kalkül. Vielleicht noch anzumerken, dass in dem die Anbindung von Stoffen an eine ganz bestimmte Position stattfindet, müssen wir in Haskell einen Beweis führen, dass die Position wirklich stimmt. Also es ist ein Typ-Level-Beweis, ganz ähnlich wie in der GDIF-Bibliothek, die ich vorher erzählt habe. Wir müssen also Beweise führen, dass an diesen Stellen wirklich die richtigen Objekte angebunden werden können und daraus dann eine Reaktion zu bringen. Also eine neue Aktion zu erhalten. Der Autor von den Regeln trägt natürlich gewisse Verantwortung. Er muss dafür sorgen, dass das Regelwerk, was er in die Säcke reinsteckt, terminiert, dass es keine Endlosschleifen gibt. Das ist wahrscheinlich relativ einfach einzuhalten. Und außerdem muss er dafür sorgen, dass egal welcher Reaktionsweg eingeschlagen wird, die Endprodukte semantisch identisch sind. Das heißt, dass nicht widersprüchliche Regeln in die Säcke reingefahren wird, wo mal so eine Sequenzierung, mal so eine Sequenzierung vorgesehen ist. Und je nachdem, wie unser Algorithmus, der das evaluiert, gerade die Regeln vorfindet, dass dadurch vielleicht andere Sequenzierungen ersichtlich sind. Dagegen stellt unser Evaluator dieser Regeln fest, sicher, dass jede Aktion, die an eine bestimmte Stelle gebunden wird, nur genau an dieser Stelle gebunden wird und nicht dupliziert wird. Weil das wäre auch nicht gut, wenn Aktionen dupliziert werden, würde erstens die Zeit, die die Konfiguration benötigt, erhöhen und außerdem vielleicht die Busempfehlungen erhöhen. Damit können wir vielleicht die Analogie fertig ziehen, wie denn unser chemisches Modell mit der molekularen Analogie läuft. Also die Konstruktoren unserer Multimenge, also Konstruktoren unserer Säcke mit Aktionen drin, entsprechen fast direkt chemischen Analogien. Pure-Konstruktor bedeutet zum Beispiel ein Edelgas. Das sind Stoffe, die in der Reaktion überhaupt nicht teilnehmen und auch später nicht in den Konfigurationsprozess eingehen. Das heißt, man kann sie einfach aus der ganzen Gleichung streichen. Dann haben wir unsere Primitive, das sind die Atome in unserer Metapher. Wir haben Sequenzierung, das bedeutet hintereinander Schaltung von Aktionen, die Moleküle. Wir haben Regeln. Das sind unsere Katalysatoren, die schweben mit in den Sack. Und wir haben parallele
Zusammenfassung von Aktionen, das macht überhaupt keinen Sinn aus. Also dadurch erhalten wir die freistehenden Materialien, die sozusagen dann reaktionsgefäß sind. Diese Analogie, denken wir, ist nützlich für zum Beispiel Systems Engineers, die letztendlich in Kenntnis von den Maschinen sich Gedanken machen müssen, wo sind denn die Abhängigkeiten, wie gehören die Aktionen sequenziert und ausgeführt. Und die vielleicht dann auch verantwortlich sein werden, um diese Regeln, die der Software dann in seinen Code reinkodiert, geschrieben werden. Wie die geschrieben werden, geschieht dann von der Software, von den Systems. Wir kommen nun zum Ende. Wir haben ein sehr deklaratives Modell entwickelt und vorgeschlagen für eine Art von Konfigurationsaktionen, die sehr effektvoll sind. Also Hardware-Konfigurieren ist eines der meisten effektvollen Aktionen, die man sich vorstellen kann. Dennoch behandeln wir das gesamte Problem und auch die Sequenzierung in einer sehr deklarativen Art und Weise in unserer Programmiersprache. Dazu haben wir nach meiner Meinung drei wichtige Sachen entwickelt. Wir haben den GDIF-Mechanismus verwendet, um mit Hilfe von zwei Konfigurationsbäumen eine Aktion zu ermitteln, die die Hardware auf neues Bestand bringt. Also geben wir eine Anfangskonfiguration, die die Hardware bereits hat. Bilden wir eine Differenz auf die Konfiguration, die wir gerne hätten, und herauskommt eine Vorschrift, eine Aktion, eine ausführbare Aktion, wie diese Hardware auf den neuesten Stand gebracht wird. Und das geschieht doch recht kompositionell. Des Weiteren, durch die Einführung der Parallelität in unsere Multimenge, also in Säcken, beginnen wir mit einem ganz starken Parallelität von den Aktionen und verwenden dann die gegenseitigen Abhängigkeiten unserer Hardware, unserer Spezialitäten, unseres Hardware-Modells, um bestimmte sequenzierbare Folgen dieser Aktionen zu konstruieren. Und das diese Abhängigkeiten werden durch eine interne domänenspezifische Sprache festgelegt. Und drittens, durch die Art und Weise, wie der GDIF-Mechanismus Beweise verlangt für Typgleichheiten, erhalten wir eine sehr, sehr sichere Art und Weise und sehr verlässliche Art und Weise, um das zu machen. Das möchte ich dann auch schon schließen. Ich bin schnell durchgekommen, daher haben wir eine ganze Menge Zeit für das. Ich hätte auch ein paar Backup-Slides, die dann vielleicht zeigen, dass, wie so eine Reaktion abläuft. Also wir haben zum Beispiel eine Location mit einem Schalter, der in den Auszustand geht, und wir haben eine Zeitsetzungsoperation in unserem Reaktionsbehälter und jetzt noch zusätzlich einen Katalysator, eine Boom. Dann bildet sich sozusagen die Operation hier vorne an. Wir müssen Beweis führen, dann wird sie einverleibt. Dann finden wir die zweite Operation, die noch frei ist, kann sich hier anlagern. Dabei ändert sich dieser Lollipop in eine Sequenzierung. Und nachdem sich der zweite Stoff angelagert hat, dann entsteht das Endprodukt, das wiederum eine abstrakte Location, also die Location eines Schalters enthält. Und das ist jetzt unser Produkt. Intern aber sind die beiden sequenzierten Operationen vorhanden. Und bei dem Ausführen der Aktion werden wir auch.
sichergestellt werden, dass für diese Sequenzierung immer eine Lösung gefunden wird, oder muss ich das aus den Regeln ergeben? Also die Regeln müssen natürlich entsprechen den Besonderheiten der Hardware. Und die Hardware wurde mal von Ingenieuren ausgedacht und es gibt hoffentlich eine Lösung, wie diese optimale Sequenzierung stattfinden muss. Wenn es denen nicht gäbe, dann würde das Produkt niemals den Anforderungen entsprechen. Das heißt, man müsste lernen Hardware. Oder man nimmt es in Kauf, dass so eine Tangente entsteht. Ich denke jetzt an den alten analogen, also Zeiger, Wecker zum Aufziehen. Ja. Da gibt es manche, da könnte man die Weckzeit oder die Uhrzeit nur in eine Richtung stellen. Dann haben wir das Problem, da geht zwischen und der Alarm los. Da kann ich machen, was das ist dann eine Eigenschaft der Hardware, die ausschließt, dass eine korrekte Konfiguration möglich ist. Aber das wird heutzutage eigentlich nicht bevorzugt. Also die heutige Hardware lässt sich im Allgemeinen sauber konfigurieren, ohne dass man selbst. Sonst hat man das Beispiel. Also wenn zum Beispiel man ein 100 Gigabit Glasfaser hat, da gehen in der Sekunde so und so viele Gigabyte Daten durch. Und wenn da selbst für eine Millisekunde der Strom unterbrochen wird, kriegt man ein Riesenproblem. Also das kann man nicht leisten. Und dieses Wecker-Beispiel, das ist eine Analogie zu dem, was wir gesehen haben. Wir haben auch Monitore, die diesen durchlaufenden Datenverkehr auf Qualität überprüfen und auch feststellen können, wenn also falsch verschaltete Daten da sind, dann so eine Art Labels an den Datenverkehr und die werden immer überprüft. Und wenn der Erwartungswert geändert wird, aber die Aktivität des Abschneiders aktiv ist, dann kriegen wir mehr Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, für welche Art von effektvollen Aktionen Sie das GDIF anwenden können. Geht es jetzt für beliebige Monaden? Ja. Ja, ich habe gesagt, wir haben sie verallgemeinert. Und der Übergang praktisch von der IO-Monade in eine beliebige Monade ist straightforward. Also es ist nicht kompliziert, das ist dadurch nichts mehr Neues. Aber da kommt jetzt dieses Exempel vom IO. Nein, das fällt dann weg. Weil dann sind wir nicht mehr alle irgendwo. Also da braucht man die Extract-Operation, die in der Lage ist, eine pure Aktion, also ein purer Wert, der in die Monade verpackt wurde, wieder raus. Das diese Operation ist. Ja. Also eine reine Monade reicht nicht. Sie muss noch diese Extrahierbarkeit mitbringen. Sie nennt sich Co-Entwickler, aber. Weiter Fragen?